Hallo und wunderschönen guten Abend euch da draußen an einem wunderschönen Freitagabend. Doch recht spät und ich merke, die Müdigkeit zieht an mir, aber das beste Mittel gegen Müdigkeit bleibt für mich Kaffee. Prost. Oh, richtig guter schwarzer Kaffee. Der tut gerade richtig gut. Na gut, heute mal nach langer Zeit wieder Playdate. Ich glaube, den letzten Part, Part 9, den könnt ihr euch auf YouTube angucken. Der ist von Ende August gewesen. So lange habe ich gebraucht, mal wieder neue Spiele rauszusuchen, die auch ein Topic haben, die auch Gefallen finden. Und wir machen heute, wie gesagt, der Name des Programms Portierungen. Ja, keine Sorge, ich hole jetzt nicht den Playboy raus und wir spielen irgendwelche Gameboy-Spiele, die nicht gescheit funktionieren, sondern wirklich Portierungen von dem Entwickler Braindead. Außerdem noch ein paar andere schöne Sachen. Das wird auf jeden Fall mega cool und ich denke, wir gehen direkt mal aufs Playdate. Oh, Gott sei Dank. Ich habe die Szene nicht getestet. Ich muss auch zugeben, ich hatte wieder dieses berühmte Zeitproblem. Motivationsproblem und dann ein Zeitproblem. Jo. Kennt man eigentlich von mir nicht, aber heute irgendwie der Tag war schwer. Verdammt schwer. Na gut, ihr seht, das ist mein kleines Überraschungspräsent, das gucken wir uns gleich an, aber erstmal machen wir, bevor wir uns auch Portierung angucken, es ist laut. Und es läuft leider über die Box. Ne, aber ihr kippt nicht vor lauter, oh, was ist das? Fallt ihr nicht um. Als erstes machen wir ein bisschen Resümee, weil wir haben ein Spiel gehabt, was nicht zum Zeitpunkt, als ich es gezeigt habe, nicht fertig hatten. Da sind nämlich, es ist im Endeffekt eine Spielsammlung, da ist was dazugekommen. In der Zwischenzeit geht man jetzt hier die ganzen Spiele durch, was wir alles gemacht haben. Ah ja, grüß dich. Also das gucken wir uns auf jeden Fall an. One Bit Invaders, das ist nämlich das erste Spiel, ich meine das erste Spiel, was Braindead 2022 rausgebracht hat. Aber wir gucken uns erstmal Rage's Game Pack raus, weil da sind zwei neue Spiele dazu gekommen. Falls ihr euch erinnert, da war dieses komische Spiel mit Toilettenrollen, Kitty und irgendwelche Skelette mit Boxen und einige andere Sachen. Da sind, wie gesagt, jetzt die restlichen Spiele dazugekommen. Und ich denke, damit starten wir als allererstes. Ne? Nochmal auch hier die Erläuterung. Du bist doch heute live. Motivationsproblem gelöst. Ah, ja, genau. Läuft. Naja, um nochmal kurz in diese Spiele-Sammlung um reinzugucken. Das ist jetzt übrigens die Version 1.5. Ich hoffe, es hat sich in der Zeit jetzt nichts geändert. Aber es ist die Version 1.5. Fangen wir an mit Toilet Paper, um nochmal resümieren. Ach ja, das war das nochmal. Ne? Na, im Endeffekt rödeln wir die Papierrolle runter. Und das mache ich halt alles mit meinem Playdate. Dem Handheld mit der Kurve. Ich habe die Einleitung vergessen. Holen wir gleich nach. Nachdem die Katze erfolgreich die Dings runtergeholt hat. Das hört sich auch falsch an. Naja, 19 Sekunden. Präsentstart. Zur Erläuterung vielleicht nochmal, nachdem wir jetzt eine Runde Toilet Paper gespielt haben. Das, meine Damen und Herren, ist das Playdate. Das Playdate ist ein Handheld vom Entwickler Panic, die das eigentlich rausgebracht haben für die Arbeitskollegen als hey, happy anniversary, hier habt ihr mal ein Playdate. Das sind übrigens auch die Macher hinter The Untitled Goose Game. Oder heißt es einfach nur The Goose Game? Ihr wisst schon, das mit der Gans. Und noch weiteren Indie-Perlen, ich glaube, da ist auch Firewatch dabei gewesen. Auf jeden Fall haben sie dieses Jahr diesen netten, geilen Handheld rausgebracht mit dem Kernmerkmal die Kurbel. Natürlich kommt das Ding nicht nur mit der Kurbel, sondern hat auch noch ein Steuerkreuz, zwei Action-Buttons, ein Menü-Button, einen Lautsprecher. Und natürlich noch weiteren Features, wie zum Beispiel einen Tilt-Sensor. Und hier unten sieht man vielleicht noch die Ausbuchsung für ein Mikrofon. Außerdem noch einen Klinkenanschluss. Und natürlich auch WLAN, denn ihr könnt nicht nur, also das Playdate kommt, nicht nur mit der Season 1, was insgesamt 24 Spiele beinhaltet, sondern ihr habt noch die Möglichkeit, über Portale wie zum Beispiel itch.io euch Spiele querzuladen. Und im Endeffekt habe ich die Season mit 8 Parts abgeschlossen von Beefy's Play mit Beefy, alles auf YouTube guckbar.
habe ab und zu dann trotzdem mal in die Spiele reingeworfen, weil ich das eigentlich ziemlich geil fand. Und immer noch geil finde. Nur jetzt wird es halt immer schwieriger, auch Spiele zu finden, ohne großartig kein Geld auszugeben. Das heißt, die Spiele, die ich euch zeige, bis auf die, die ich vielleicht sage, hey, da habe ich in einem Bundle mal ein bisschen was geschossen, das werden wir heute ausnahmsweise mal erleben, habe ich sonst für die Spiele nichts bezahlt. Und das ist nicht schlecht. Naja, darauf nochmal Katze, Papierrolle aufrödeln. Das ist so entspannt. Aber ich glaube, ich bin jetzt schneller. Naja, man muss sich ja auch mal warm kurbeln. Yay! Ich habe meinen Rekord nicht gebrochen. Ne? Aber wie gesagt, wir machen das Playlist ja auch nicht seit gestern. Wie gesagt, das ist jetzt der 10. Teil, könnte man nicht. Das ist echt hart. Also, dass ich schon wirklich 10 Teile jetzt allgemein schon mit dem Playlist verbracht habe, wo wir im Endeffekt abends 2 Stunden hier sitzen, ist schon geil. Aber wie gesagt, das haben wir, ich weiß nicht, in welchem Teil gemacht, 7, 8. Die Minispiele war bis auf Toilet, Paper Cat, waren sie eher so, war okay. Ne, sowas wie I Hate Skeleton, wo man dann halt mit der Kurbel die Richtung, ach komm, ich zeig's euch einfach. Ist nicht so gut gelungen, aber ist okay. Ich habe ja meine Faust und irgendwo sind die Skelettkrieger da. Und ihr seht, ich würde sie gerne boxen. Aber irgendwie, what happened? Ich glaube, ich muss echt Richtung Faust, aber das ist dann halt auch ein bisschen, weil ich treffe die nicht wirklich. Oder ich beiß gerade irgendwas von hinten. Fakt ist, die Skeletons fressen. Au, das tut jetzt langsam. Ach, da ist noch einer. Ist halt witzig, aber naja. Können wir dann auch zumindest zurück? Ja, ich kann den Game Select zurückgehen. Das ist auch nicht schlecht. We Hate Lasers war dann so ein Space Invaders, nur verkehrt rum. Und was war nochmal Buzzball? Buzzball war doch mit dem Pinguin, der dann die komischen Kugeln auf die Bärsche ballert. Naja, okay, läuft. Hallo Clarissa, grüß dich. Naja, zu dem Zeitpunkt der Aufzeichnung habe ich euch diese 4 Spiele gezeigt und sagte so, ist okay. Jetzt gibt es natürlich noch 2 weitere Spiele, und zwar einmal High Five King. Und das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ihr seid nämlich der größte High Five-Geber, den es gibt. Aber die neuen Kontrahenten sagen, nee, wir sind geiler. Deswegen geben wir denen jetzt einfach mal schlagfertig High Five. Okay, crank down, A drücken. Zack. Und. Yay. I win. Klar, Rissa. Ja, sorry, ich hatte. Ja, fragen wir nicht. Ist Freitag. Freitagabend. Ich brauche ein bisschen heute. So, nächster Challenger. Aida. Ich hätte mal das D streichen können. Is it lunchtime yet? Nope. Take Wies. Yay. Ja. Oh no. Too early. Der Blick so. Ich mag den Soundeffekt, dieses Pitsch, finde ich super. Naja, dann kämpft man noch gegen Piro Cavaliero, die Birne vor dem Herrn. Nur ich verstehe sie nicht. Es müsste, glaube ich, Spanisch sein? Ich weiß es nicht. Es könnte alles sein. No! War er schneller. Ah, no.
Oh, weh. Ich glaube, die waren schwer, weil es ist, man muss, wie gesagt, den Crank, also die Kurbel halt nach oben gehen, wenn ihr auf High Five geht. Aber die Gegner so High Fiven. Auch witzig. Nein. I lose. Oh. Well, back to the drawing board. Kämpfe ich da nicht sogar gegen Rachel? Ne, gegen Rose. Okay. Well, hallo, Rose. Mich würde ja interessieren. Ja! Ja! Geil! Yay, I win! Na, und dann geht's halt so weiter. Es ist ein süßes Spiel. Und das wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Genauso wie auch Motor Horse. Ja. Reden wir nicht drüber. Ein Pferd mit einem Propeller. Das kann nur geil werden. Hier habe ich auch noch nicht so viel gespielt. Na, aber starten wir einfach mal voll rein. Ich glaube, da muss man auch wieder mit der Kurbel arbeiten. Ich darf nicht zu hoch, aber ich darf. Ah, nee, ich muss, glaube ich, die. Okay, nochmal. Ich glaube, ich muss die Vögel einsammeln. Yay. Ja, und oben sieht man noch die Frame-Anzahl, was ein bisschen lustig ist. Naja. Haben wir begriffen? Dritter Level. Ja, und solche Spiele sind halt mit dem Playdate möglich. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Weil es ist mal was anderes. Erst recht mit diesem leicht Gameboy-Style ist das schon geil. Hui. Nicht so typisch Games, genau. Das ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Nicht so typisch Game. Mehr so richtig Hardcore-Indie. Ja, aber auch Indie muss man auch sagen, so, ja, okay, es gibt Indie und es gibt Indie. Das ist jetzt hier Hardcore-Anfänger-Indie. Weil, wie gesagt, das Playdate ist so, wie es jetzt gerade ist, nicht mal ein Jahr auf dem Markt. Beziehungsweise auf dem Markt ist eh ein bisschen schwierig, weil eben mal kurz um Saturn gehen ist auch nicht möglich. Ich glaube, wenn man das Ding jetzt bestellt, kriegt man es auch erst nächstes Jahr. Was ein bisschen sehr schade ist. Aber es gab jetzt wieder eine Rutsche. Viele Leute haben sich wieder gefreut über ein Playdate und dachte so, geil, noch mehr Leute, die in den Geschmack dieses geilen Teils kommen. Ist wirklich gut. Na komm, ein Level noch. Oh. Oh Gott, der Wizard. Muss ich die auch einsammeln? Nein. Die kann ich doch gar nicht einsammeln. Hat doch überhaupt keinen Sinn. Mon Dieu. Oh. Yay. Motorhorns. Ich kann nicht aufhören. Jetzt verfolgt mich der Zauberer. Uff. Oh no. Bin abgestürzt. Nochmal. Oder zieht der mich mehr nach... Der zieht mich, glaube ich, ein bisschen weiter nach unten, ne? Yes. Oh, uff. Ja, das ist leider auch noch ein Knackpunkt. Das Ding ist leider schon ein bisschen teuer. Aber ich bedenke, wir machen jetzt den 10. Teil, insgesamt 20 Stunden Playdate. Das Ding hat sich jetzt schon gelohnt. Erst recht, weil ich richtig viel Spaß dran habe. Und wenn ich ein bisschen Geld investieren würde, würden dann noch schönere Spiele bei rumkommen. Wie zum Beispiel Bloom, momentan in den favorisierten Spielen auf itch.io. Oder was war jetzt auch irgendein Pokémon-Ghost-Spiel à la... mega gute Sachen gibt's da wirklich. Und wie gesagt, wir kratzen ja an der Oberfläche und die Oberfläche heißt 0 Euro. Also ich habe aktiv
kein Geld ausgegeben. Naja, aber das war wie gesagt Rachel's Game Pack. Das ist wie gesagt die Ergänzung gewesen, die ich irgendwann mal gemacht habe. Na, nochmal, weil es war ja nicht fertig. Es fehlten ja Spiele. Aber macht Fun of Fun. Oh Mann, oh Mann. Na gut, gehen wir zurück nach Home und schnappen uns die One-Bit-Games von Braindead. Das sind im Endeffekt Portierungen alter Arcade-Klassiker. Hier zum Beispiel natürlich One-Bit Invaders ist natürlich Space Invaders. Aber checken wir mal direkt rein. Und schon die Musik geht gut ab. Es gibt, ja, es gibt kostenpflichtige Premium-Games-Spiele, gibt es. Panic ist sogar dabei, für das Playdate eigentlich auch einen Store zu entwickeln, weil der Nachteil ist halt, beim Querladen, updaten musst du selber, indem du dann halt die neue Exe und den mit dem neuen Programmcode dann reinschießt. Das ist ein bisschen doof. Na gut. Aber wenn es nur das ist, View Power-Ups. Achso, das gibt es alles, okay. Game. Ne, und ich habe damals schon gesagt so, ja, das ist geil, aber irgendwie die Steuerung ist ein bisschen weird mit der Kurbel. Aber so mit Steuerkreuz ist okay. Ich klapp mal die in Steuerkreuz wieder, damit ich gescheit spielen kann. So. Nee, das Playdate arbeitet mit eigenständigen Dateien. Ich glaube, die heißen dann PDX. Die müssen aber beim Querladen gesippt werden. Aber es funktioniert. Es funktioniert wirklich, also es ist nicht kompliziert. Es läuft halt nur alles über die Webseite. Das ist vielleicht noch etwas, wo man sagen muss, so, okay, wenn die Webseite nicht mehr da ist, hat man ein Problem. Ey, ich verliere jetzt hier nicht den ersten Level. Die müssen weg, müssen alle weg. Hopp. Well done. Okay, next level. Ich bin ein Meister des Space Invaders. Not. Oh, Power-Up. Barriers, ja, die ich auch. Ja, wobei, die kann man ja gut brauchen. Achso, ich kann auch gedrückt halten, sehr gut. Ja, aber sowas gucken wir uns dann heute ein bisschen öfters an. Deswegen rattern wir die ganzen One-Bit-Spiele einmal durch und haben sie einmal weg. Es ist auch, ich glaube, letzte Woche auch wieder ein neues rausgekommen. Was wir, wie gesagt, was wir gleich dann entpacken und quasi blind spielen. Ich glaube, es heißt Arena. One-Bit-Arena ist angelegt an irgendwelchen anderen Spielen. Ach, Mist. Speed. Noch mehr Speed. What? Da ist er weg. Ja. Fast Feier. Ja, dann her damit. Ach. Naja, aber sowas kommt heute öfters. Ich glaube, wir haben auch noch ein Pac-Man-Spiel und noch ein paar andere Sachen. Leider auch Spiele dabei, die ich nicht so wirklich verstanden habe. Mal gucken, was wir heute alle schaffen. Aber ich denke, in 2 Stunden ist einiges
möglich. Aber vieles heute Portierungen in ein Bit. So könnte Space Invaders auch auf dem Casio-Taschenrechner laufen. Bis auf die Soundeffekte, die sind vielleicht ein bisschen mehr. Ja, du? Also ich sag mal so, ich verfolge momentan auf Twitter jemanden oder einen Indie-Entwickler, der hat quasi Mario Kart, also quasi ein Mode 7 Racer in der Umsetzung. Dann habt ihr gesehen unter dem Hashtag Playdate, bitte nutzt es nicht. Lass doch leider, Playdate ist halt ein nicht gerade der beste Begriff für ein Handheld, erst recht, weil es auch gleichzeitig das Codewort ist für andere Sachen wie Babytreff, Spieletreff mit Hunden und andere perverse Sachen. Wobei diese ersten beiden Sachen sind ja nicht pervers, aber alles, was danach kommt, ist nicht mehr jugendfreundlich. Bäh. Hätten sie einen besseren Namen ausdenken sollen. Aber wie nennst du denn sonst ein Handheld mit einer Kurbel? Kurbelfix. Keine Ahnung. Naja. Aber das war One Bit Invaders. Auf jeden Fall sehr cool. Also die ganzen Portierungen sind mega gut gewesen. Wir hatten dann hier noch Dr. Panic, aber das haben wir schon einmal beantwortet. Lupsi ist übrigens auch sehr cool. Rödelbit. Rödelbit wäre auch noch nicht schlecht. Da hätten wir das Play, den Playboy. Den müsste ich eigentlich mal updaten wieder. Wird mal wieder Zeit. Soko, Dig Your Grave, Keeper, Staff. Auch übrigens sehr cool. Das gucken wir uns auch an. Rumblebox presents Pizza Snake. Global, wo haben wir denn hier noch weitere One-Bit-Spiele? Da, One-Bit Demon Attack. Check it out. Retro Boy. Retro Boy. Aber ich glaube, Retro Boy gibt es schon. Naja, Demon Attack ist dann halt sowas hier. Ein weiterer Shooter, nur jetzt halt in einer anderen Perspektive. Im ersten Go hätte ich ja gesagt, das ist ja hier sowas wie Space Harrier, aber das Einzige, was bei Space Harrier mit drin ist, ist halt diese Perspektive, also dieses Scrollen. Aber es ist schön zu sehen, dass das rein theoretisch möglich ist, ne, mit dem Playdate. Au. Schon wieder kaputt. Ugh. Der Bogen bewegt sich aber im Hintergrund nicht. Das stimmt leider. Ich könnte natürlich auch Show Background. Kann ich den wegmachen, aber das ist ja dann auch doof. Aber es hat halt das Gefühl, dass es doch ein bisschen scrollt. Es scrollt, genau, der Hintergrund scrollt halt leider nicht. Aber ich finde, das ist schon bemerkenswert. So, Wave Nummer 3. Leider funktioniert hier, dass ich drücke den Knopf, ich halte den Knopf gedrückt und es passiert was. Ich kann auch nicht nach oben steuern oder so. Man hat da eher das Gefühl, man spielt so eine Art F-Zero ähnliches Spiel. So, jetzt hat sich der Bild schon komplett geändert. Jetzt, Piu 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 piu. Ugh. Ich glaube, die Hitbox ist das mittlere Ding sie. Also, wenn ich bedenke, wie oft ich jetzt schon getroffen worden bin, bemerkenswert. Ah, dammit. Naja. Also der Boden scrollt ja. Den Hintergrund sollten sie sehr langsam scrollen lassen. So entsteht ein Gefühl vom Vorwärtsbewegen. Ja, aber ich glaube, sie sind limitiert. Die können halt nicht so langsam den Bild hochschrubbeln, weil dann auch die Frage ist, was kommt denn dann dahinter? Ne? Also, ist halt nicht, wie heißt das Spiel nochmal? Race to Sun, Race to the Sun oder Race? Doch, Race to the Sun müsste es, glaube ich, heißen. Ne? Mit dem Flieger, der dann oben so eine Solarpanel drauf hat und man so lange fliegen kann, wie die Sonne scheint. Moin vom D&D-Table kann leider nicht mithören, aber ich dachte, ich schluck mal und sehe ohne Audio. Mach das, sieht sehr gut aus.
Ja, Mann, Playdate. Mit einem Bit Power. Vielleicht guckt auch der Entwickler zu. Wer weiß das schon. So viele Leute, die auf Twitter den Tweet geliked haben mit, ja, ich mach wieder Playdate-Stream. War schon cool. Ups. Weg bist du. Oh, Clarissa, da bin ich überfragt, wie viel Megahertz das Playdate hat. Das weiß ich nicht. Ich könnte dir noch nicht mal sagen, auf welcher Architektur das Ding gebaut ist. Das so tief bin ich leider nicht in der Materie. Aber es hat so viel Megahertz, dass es mit WLAN umgehen kann. Es gibt nur noch keinen Multiplayer. Weil die Animationen flüssig aussehen. Ja gut. Das kann gut sein. So, Highscore sind 4725. Schlag das bitte. Wir machen weiter, weil so viel Zeit haben wir auch nicht. Und wir haben einige Portierungen der One-Bit-Serie von Braindead. Wie zum Beispiel Frogger. Und schon das Wackeln des des Bildschirms ist schon cool. Naja, aber das ist halt wieder gesagt Frogger in einer Farbe. Dammit. So, und hier ist es, glaube ich, dann das Wasser nicht berühren. Ach, dammit. Und unten läuft natürlich die Zeit. Nochmal. Das geht ja nicht. Ich wollte das Auto abwarten. Dammit. Noch. Irgendwie muss ich sofort an Looney Tunes denken. ACME? Warum? Das verstehe ich nicht. Hä? Wie? Hui. Schildkröten. Jetzt bin ich gerade noch überlegen. Das war, glaube ich, bei... Da. Die Frogger müssen genau dahin. Kennst du Roadrunner? Du, das letzte Mal gesehen, als ich noch klein war. Es ist also verdammt lang her. Oh Gott. Ich darf noch nicht mal das Auto bespringen. Naja, ein Versuch noch. Hui. Ob Frogger wirklich so einfach funktioniert? Don't know. Yay, alle 5 Frösche sind drüben. Hat sich jetzt am Level was geändert? Nö, ne? Ja, wie gesagt, ich fand das halt echt witzig, dass es halt wirklich 1:1 Portierungen aus bekannten Spielen gibt, die irgendeiner da zusammengeschraubt hat. Und das finde ich schon mega cool, weil im Endeffekt alles selbst neu gemacht. Das sind alles keine Grafiken, die das Playdate so mit Pulp irgendwie intus hat, wenn ich das richtig verstanden, wenn ich das richtig denke. Das ist schon saugut. So. Aber ich glaube, jetzt habe ich langsam einen Bogen raus, ne? So. Boah. Na, ja, Mist. Da war ich zu gierig.
Noch, verdammt. So, zwei frische habe ich noch. Ja, aber wie gesagt, was halt noch ein bisschen fehlt, sind Rennspiele. Na, so ein, ja gut, F-Zero vielleicht jetzt nicht, wobei so ein Outrun oder sowas wäre nice. Zakolle, grüß dich. Schön, dass du eingeschaltet hast. Oh, die gehen ja unter. Oh, wie fies. Naja, Highscore von 5560. Damit habe ich einen Rekord gemacht. Na gut. Next. Nächste One-Bit-Portierung. Was haben wir denn da? One-Bit-Berserk. Berserk, wenn ich mich recht erinnere, ist ein Spiel, was es auch, glaube ich, auf dem Atari gab. Das Problem ist nur, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Wie ihr seht, ich drücke Tasten bis zum geht nicht mehr, aber irgendwie passiert nichts. Oh, pff. Und wenn man die gegen die Wände knallt, ist auch vorbei. Vor dem da, sollte ich mich fürchten. Och, komm schon! Ich kann Ah. Aber das ist ja auch der Exit-Mode. Das heißt, man rennt von Exit zu Exit und stirbt. Während die anderen nämlich auch ballern können. Oh, ich habe geballert. Baller, baller, baller. Pau. Balla, balla, balla. Au. Exit. Oh no. Wir machen mal lieber klassischen Modus. Ah, hier kann ich auch ein bisschen mehr ballern. Mann, warum stirbt man denn, wenn man direkt hier auf warum habe ich jetzt wieder keinen Schuss? Ah, geh weg. Hau ab, tschüss. Ja, doch. Ab und zu kann ich mal schießen, aber ich weiß nicht, woran das liegt. Oh shit, Sackgasse. Next. Come on. Ah, Sackgasse. Das ist schon sehr speziell, ja. Ach ja, komm, direkt am Eingang. Ist egal, jetzt renne ich durch. Hui. No, Sackgasse. Schuss. Ach Gott. Oh no, 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 no. Schieß doch! Ja, toll. Auf die andere Seite. Also, hier habe ich die Steuerung nicht verstanden. Aber ihr seht, das ist schon sehr speziell. Ich kann dem Playday irgendwie nichts abgewinnen. Das ist schon sehr speziell. Ja, auf jeden Fall. Machen wir nochmal den New Exit Mode. Oh Gott, ey. Du startest auch direkt und wirst beschissen. Speed. Blass, blass. Ich will doch nur ballern. Warum kann ich denn nicht? Nee. I don't get it. Gott. Du kommst rein und wirst, keine Ahnung, zerhackt. Habe ich nicht verstanden. Ich kenne aber auch da leider das Original nicht. Ich kenne Berserk leider nicht. Für mich rutscht das Playdate gerade mehr und mehr auf die Liste. Eigentlich will ich eins für Zugfahrten und so. Der Akku des Playdates ist der Wahnsinn. Also ich sag ja immer, ich bin sehr, sehr glücklich über meinen 3DS. Ne, weil meine Switch hält 2 Stunden. Ne? Launch Switch 2017 Modell. Mein 3DS hält 2 Tage im Standby. Das Playdate hat jetzt einen Rekord wieder geschafft. 14 Tage ohne Laden. Es lag auf dem Schreibtisch. Einfach so. Vor sich hin. Ab und zu mal gekurbelt und sonst nichts gemacht. Es hat heute gesagt, steck mich mal mit deinem Akku, ich habe nur noch 1%. Nach 14 Tagen. Das ist der Hammer. Und ich habe immer wieder mal Spiele draufgeladen, die ich dann irgendwann mal ausprobiere. Also dafür ist das Ding super. Für Zugfahrten. Aber, ja, wobei, die 24 Spiele reichen schon. 3DS mag ich auch. Hab ich auch nicht.
Hey, du hast doch ein 3DS, oder? Oder hast du ihn abgegeben? Na gut, ein Bit Pac-Man. Ich glaube, das habe ich nicht ausprobiert, oder? Doch, ich habe es ausprobiert. Highscore von 100 Punkten. Ole, let's go. Als ob man es auf einem Atari 2600 spielen würde. Powerpille jetzt einzusetzen war vielleicht nicht so klug. Egal, ich renne nur auf die andere Seite. Waka, waka, waka. Waka, 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 waka. Geh auf die andere Seite. Die Steuerung ist ein bisschen schwammig. Go away. Ich bin, habe ich den 3DS nur noch für Samus Returns. Ja, gut. Samus Returns ist aber auch ein geiles Spiel. Hey, ich konnte nur reingehen. Ja, nein. Ich brauche die letzten zwei Powerpillen, ne? Dammit. Das ist nicht richtig, liebe Entwickler. Vielleicht muss ich die auch einfach hierher locken. So. Nee, ich komm nicht dran, ich komm nicht an die Bälle dran. Erst recht nicht, weil man überhaupt nicht weiß, wer wer ist, ne? Jetzt ist meine Möglichkeit und no. Ey. Den haben sie doch so gemacht, dass der da steht, stehen bleibt. Ach, dammit. Ja, jetzt habe ich die Möglichkeit. Levelabschluss. Well done. Naja, Powerpillen aufbeheben ist vielleicht die bessere Taktik. Das hätte fast ins Auge. Das wäre fast ins Auge gegangen. Ja, damit. Schon ein besserer Lauf, ne? Ah, die Powerpille brauche ich da oben noch. Ja, mit Taktik läuft das. Ja, und jetzt hat man diese Levels, wo die Powerpillen jetzt auch in den Dingern drin sind. Ah. Ist aber auch gut, man kann dann besser ausweichen. Hui. In die Mitte. Ja. Gucken, wie weit ich komme. Lag da gerade als Power-Up eine Kanone? Ach du Heiliger. Na naja, gut. Aber wie gesagt, das ist One-Bit Pac-Man.
Es gibt noch eine Zen-Variante, was zum Teufel auch Zen bedeutet. Check it out. Probieren wir einfach mal aus. Ach, sie läuft dann langsamer. Okay. Naja, gut. Habe ich nicht ausprobiert. Ich habe das Pac-Man auf jeden Fall ausprobiert, aber ihr habt gesehen, 100 Punkte, dann habe ich einfach gesagt, nein, ich kann Bock mehr, tschüss. Ja, und dann hätten wir im Endeffekt nur noch das hier. Unter den One-Bit-Spielen. Und zwar. Ich mag das immer noch gerne, Geschenke auszupacken mit dem Playdate. Ist so herrlich geil. Naja, One-Bit-Arena. Basierend auf ein anderes Atari-Spiel, glaube ich, oder Arcade-Spiel. Mit Mucke. Ne, und im Endeffekt, ich weiß gar nicht, Blood Deathmatch oder so. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall cool. Steuert sich auch gar nicht mal so schlecht. Kill Enemies. Ah. Tong. Tong. Dass die selber auch mit Schwertern schmeißen können. Tong. Aber irgendwie vermisse ich gerade ein bisschen Musik, ne? Vielleicht kommt die Musik gleich, wenn man stirbt. Huh. Level 2. Jetzt kommen sie auch von unten. Feier. Ach, das sind wirklich. Ja, dafür muss man leider sagen, dafür ist das Steuerkreuz des Playdates nicht gedacht. Dafür ist es ein bisschen zu stramm. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, was ich meine. Er nimmt einfach. Oh, bin gestorben. Nimmt einfach so ein Steuerkreuz vom Super Nintendo Controller und denkt euch einfach, dass die Gummidinger da super, super knüppelhart sind. So fühlt sich das beim Playdate an. Das sind irgendwie wie so ja, nicht so wie Endschalter, wie so ein Clicky-Ding wie beim so einem Neo Geo oder so. Oder beim Arcade-Stick. Dammit, das war's. Continue. Ja, komm nochmal. Ach, warum? Woran? Und überhaupt? Ach Mensch, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ja, komm, ich komm raus, bin noch nicht mal irgendwie unverwundbar oder so. Obwohl ich blinke. Ach. Direkt bewegen. Alle tot. Kill Enemies. Meine Lieblingstruhe. Da kommen wieder die Gehörnten. Die Augen. Shield. Oh, ja klar, Fledermäuse. Warum nicht? Und Kill Enemies, okay. Jetzt kommen wieder Totenschädel. Zack, zack, zack. Ja, also das ist schon eher sowas, nicht wie hier Berserk oder so. Ja, Fledermäuse. Noch mehr Fledermäuse. Komische schwarze Viecher. Aber ihr habt gesehen, ich habe auch gerade viele Spiele übersprungen, die gucken wir uns gleich alle nochmal in Ruhe an. Haben wir Zeit heute? Haben wir noch so knapp eine Stunde? Vielleicht überziehe ich auch wieder, weil ich denke so, ah. Also ein Spiel will ich euch definitiv noch zeigen. Da sitzt man dann in der Taverne und ich finde die Mucke einfach cool. Ah, die Schwarzen. Ah, alle tot. Und nochmal Fledermäuse. Oh no!
Also ihr seht auch oben mein Pattern, wie ich gerade das Steuerkreuz benutze, und das ist halt echt. Uff. Habe ich noch? Komm, einen Versuch habe ich noch. Ob ich über Level 4 komme? Lives plus plus, was auch immer das heißen mag. Noch zwei Leben. Ah, das X2 ist kein Multiplikator. Das sind meine Leben. Oh Gott. Ja, das muss auch erstmal einer verstehen. Oh, da ist ein Item. Feuer. Feuer, 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 Feuer. Kill. Damit. Nee, aber ich habe beim Playdate die Hoffnung, dass es so wie das Evercade irgendwann so bekannt wird in der Szene, dass man dann vielleicht doch denkt so, ah, das ist doch gar nicht mal so doof, jetzt kriegt ihr es bei Amazon für Geld zu kaufen. Sind das Zombies und warum schmeißen sie mit Haut? Oder was auch immer das gerade war. Spucke. Oh, diese Augen. Na, kommt noch einer? Da, 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 da. Level 6. Jetzt kommen noch Pfeile dazu. Lives. Verdammt. Ah, nein, nein, ich habe mich nicht bewegt, ich Idiot. Ah. Scheiße. Set wäre denn der Use Pad, Fire, Moving. B to change angles. Och, puh, habe ich gar nicht genutzt. Er ja, ist nicht schlimm. War quasi ein Blindgezocke. Aber trotzdem cool. One Bit Arena. Das waren, wie gesagt, die bisher alle. Ich hoffe, ich habe kein Bit-Spiel vergessen. Aber das waren bisher alle One-Bit-Games. Und ihr seht, wir haben noch viel zu tun. Starten wir mit Snake. Es gibt ja bereits schon in der Season 1 Snack, was auch ein Snake-Klon ist. Da ist es aber cool, weil die Schlange über sich selber springen kann, als auch über die Gegner. Das hier ist stattdessen einfach nur Pizza Snake. Und ich meine, es wird noch schneller, je höher der Score. Und auch hier sieht man, es ist ein relativ frühes Playdate-Spiel. Es war jetzt auch schon länger bei mir auf der Liste, aber ich habe irgendwann gesagt, so, wir hatten Snack und jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Ruhe bewahren. Weil es gibt sehr viele Snake-Spiele fürs Playdate. Mehr als Angelspiele. Und das soll schon was heißen. Aber das ist halt, wie gesagt, Snake. Und das meinte ich. Ich habe, glaube ich, jetzt, der hat meinen Rechts nicht akzeptiert, ist direkt nach unten gegangen. Es ist halt, das Steuerkreuz ist für solche Spiele irgendwie nicht gemacht. Es funktioniert mit Ratchet hier und anderen Plattformern.
Aber irgendwie für Snake und andere skillbasierten Spiele ist mir das Steuerkreuz irgendwie zu stiff. Irgendwie nicht geil genug. Es fühlt sich halt nicht gut an. Wobei ich nochmal in der Aufzeichnung nachgucken müsste, ob es. Also das Programm, deswegen habe ich oben die ganzen Knöpfe dargestellt, es registriert den Wechsel, aber wahrscheinlich bin ich auch einfach zu schnell. Naja, aber das ist wie gesagt Pizzasnack, ganz kurz. Nichts Besonderes. Geoblast? War das Geoblast? Ich meine, das war Geoblast. Das ist eines der ersten Spiele, wo ich ein bisschen Geld ausgegeben habe, weil es lag mit, wie hieß das andere Spiel nochmal? Choose One? Choose One in der Vollversion. Choose Dice lag es halt im Bundle. Also Choose Dice, Bubble Letters und Geoblast. Für 4 Euro. Und dafür fand ich es jetzt eigentlich nicht schlecht. So, klassisches Spiel, 8 Moves. Es ist im Endeffekt sowas wie Puzzle Bobble. Auch hier brauche ich meine Crank. Ich weiß noch nicht mehr wofür. Ach ja, dafür. Um weiterzuholen. Um weitere Steine runterzuholen. Im Endeffekt muss ich, glaube ich, 4 Steine aneinander rein, damit die sich dann auflösen. Das kann ich mit jedem x-beliebigen Stein machen. Na, zum Beispiel kann ich hier ein paar Dinger freischaufeln. Hier ein bisschen freischaufeln, den mir dann neben nach unten freilegen. Hier mal ein bisschen mehr machen. Pop. Und diese Geräusche sind so strange. Top, top, top. Und ich merke gerade, ich habe mein E-Mail-Programm noch auf. Toll. Mach ich direkt mal zu. Fummelt mir das die ganze Zeit dazwischen. Das muss ja auch nicht sein. So. Na, und bei jedem achten Move seht ihr schon, kriege ich dann quasi neue Steine. Oder ich drehe eine Kurbel. So zum Beispiel. Was halt ein bisschen doof ist, so Kombis funktionieren irgendwie nicht gescheit. Dafür ist das Spiel wohl dann doch zu primitiv, weil es erst im Nachhinein realisiert so, oh, ich habe 4 Steine in einer Reihe. Sehr gut, dann löse ich sie mal. Vielleicht etwas, was dann vielleicht ein bisschen doof ist. Hier zum Beispiel. Hätte er lösen können, ohne Probleme. Und hier ist es jetzt ein Fragezeichenblock gewesen. Der gibt mir dann einen random generierten Block. Und hier auch wieder. Hier hätte er eigentlich lösen können, hat aber nicht gemacht. Und natürlich, je weiter man kommt, desto eher kriegt man auch Steine, die man irgendwann nämlich gar nicht legen kann. Ne, wie gesagt, Level 5 war jetzt, glaube ich, nie ein Problem gewesen. Oh, das war vielleicht ein bisschen zu viel. Ja, wird schon klappen. Pom, pom. Den schwarzen Stein zum Beispiel kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Aber den finde ich gut. Upp. Der kommt, passt super dahin. Den kann ich nicht gebrauchen gerade. Der ist auch ein bisschen doof. Ja, und so puzzelt man sich dann halt durch die Gegend, ne? Naja. Ist halt ein schönes Spiel, so Tetris-like, hat aber leider nicht die Tiefe. Was ein bisschen schade ist. Gibt natürlich noch verschiedenste Modis, ist jetzt der klassische Modus, gibt noch einen Time-Modus mit 15 Minuten, wobei ich glaube, man kann es auch einstellen. Genau, 5 Minuten.
Und dann natürlich auch noch einen Relaxed Mode. Es gibt einen Mission Mode. Da können wir vielleicht auch nochmal reingehen. Puzzle 1, Clear All Tiles. Okay. Let's go. Ready. Ready. Go. Oh. Ja gut, ist ja easy, ne? Zack. Mission completed. Die Soundausgabe finde ich mega gut. Naja. Crank 10-mal rotieren lassen. Na gut, das kriegen wir, glaube ich, auch noch hin. Müssen ja dann quasi die Dinger nur noch abbauen. Auf Zeitlimit, wenn ich das gerade jetzt richtig sehe. Ja. Der muss weg. Ja, auch hier wieder. Hätte er auflösen können. Ohne Probleme. Mission completed. Also der Mission Mode macht dann doch ein bisschen mehr Spaß. Auf jeden Fall. Na gut, aber Geoblast war jetzt nicht das Spiel, wo man jetzt sagen müsste, oh Mann, dafür gibt man Geld aus. Das stimmt leider. Dafür die anderen Spiele waren nicht schlecht. Blubbly Letter habe ich nur, glaube ich, nicht so wirklich verstanden. Gucken wir mal rein. Machen wir 3 Minuten Modus. Ich habe jetzt aktiviert, ne? Oh. Nee, nochmal zurück. Ich glaube, ich kann die Sprache einstellen, ne? American, British, General. Okay, bezieht sich wirklich hier nur auf englische Texte. Und dann guckt man einfach mal. Neo sehe ich zum Beispiel. Ja, hat mir Punkte gegeben. Scene hat auch Punkte gegeben. Nippo? Nee, hat er nicht akzeptiert. Aber Nip. Ha! Ich bin so gut. Hons. Hon. Ho. T. Hat er akzeptiert. Kai. Nicht akzeptiert, dann Kai. Ei. Ach komm, AI nimmt der nicht. Oh Mann. Bisi. Bisi schreibt man mit Y. Weiß doch jeder. Rau. Roh. Rohr. Hat er genommen? Geil. Moment. Rivier. Hira. Nein. Also mein Englisch ist da leider sehr limitiert. Und ich glaube, mein Play ist abgestürzt. Jupp.
Das passiert leider bei Indie-Spielen leider öfters, dass man dann sowas kriegt. Leider abgestürzt. Naja, passiert. Press B for more information. Ja, lass mal gucken. Okay, ich habe noch nie auf B gedrückt. Also, liebe Entwickler, ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Doch, kann man. Super. Einmal einframe bitte und gucken, was da los ist. Out of memory. Hat den Arbeitsspeicher vollgeballert. Nice. Naja, aber trotzdem cool. Einmal neu starten, bitte. Und da wären wir wieder. Ja, aber das ist Bubble Letter. Auf jeden Fall auch sehr cooles Knobelspiel. Und Choose Dice haben wir gespielt. Schon. Aber in der Demo-Version. Jetzt in der Vollversion. Starten wir einfach mal ein Spiel. Und haben hier quasi diese, ja, Sachen, die wir dann umgestalten müssen. Ich glaube, hier können wir dann. Genau, müssen wir vorsichtig sein, weil 3 in der Reihe heißt dann weg. Ne, ich muss den hier unten erst platt machen, damit ich dann hier oben weitermachen kann. Ah. Ein Hängerchen. Im Playdate Universe. Gott sei Dank. Den kann ich auf 4 gehen. Ich muss den hier auf jeden Fall auf 4 machen. Ah, Kacke. Genau. Oh, jetzt habe ich wieder von vorne angefangen, weil ich festgestellt habe, ich konnte hier nicht mehr weiterarbeiten. Jetzt muss ich erstmal gucken. Da oben kann ich die 2. Und da das halt mit Zeitlimit ist, ist dann halt auch irgendwann der Spaß vorbei. Na gut, hier geht nichts mehr. Nur das ist ein bisschen doof, dass es halt ab und zu mal hängt. Wenn es nur das ist. Schön entspannt eigentlich. So, hier muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein.
Complete. Need 5 plus blank dice to roll. Ah, okay. Das heißt, man kann wahrscheinlich hier nochmal mit Highscore richtig abgehen. Zeit abgelaufen. Aber hey, ist okay. Rotate the crank to reset save data. Nee. Ah, ich habe B gedrückt, ne? Ja. Also würde er jetzt noch eine Partie starten. Aber es ist, wie gesagt, nicht schlecht. Es sind halt Knobelspiele, die man, wie gesagt, auch mal kurz daddeln kann auf einer Zugfahrt. Fand ich jetzt 4 Euro nicht so schlimm. Erst recht, weil das halt in einem kompletten Bundle war und man hat halt, wie gesagt, den Entwickler auch unterstützt. Es ist nur eine Person. Das muss man auch immer wieder sagen. Das sind alles Spiele, die maximal ein, zwei, vielleicht eine Gruppe an Leuten programmiert hat. Hat sich einer um Sound gekümmert, andere um Gameplay und der andere um die Engine, damit der ganze Kram funktioniert. Staff habe ich das euch das letzte Mal schon gezeigt. Da gab es nur ein Update. Aber das ist, glaube ich, hier so künstlerisch, stylisch gut. Hier wird auch wieder der Crank benutzt, aber hier gibt es keine Anleitung zu 5 more minutes. Im Endeffekt kämpft man gegen die Sanduhr. Sanduhr? Gegen die Sanduhr. Na gut, starten wir mal rein. Und ihr seht, ich habe hier als Crank Ding sie, um die Sanduhr ein bisschen zu triezen. Und ich kann die Sanduhr halt immer drehen, womit ich dann natürlich die Möglichkeit habe, die Sanduhr auch zu drehen, damit nämlich genau das nicht passiert. No! Ich bin wach geworden. Rekord lag übrigens vor 5 Minuten, da war ich sehr stolz drauf. Naja, versuchen wir es nochmal. Aber dass man halt die Kurve benutzt, um dann dementsprechend das Ding anzuvisieren, das wusste ich beim Anspielen nicht. Das habe ich dann erst irgendwie vor 2 Tagen noch rausbekommen. So. Gedreht. Oh, 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 oh. Komm, schieß. No. So wird das mit dem gesunden Schlaf aber nicht. Guck dir den Dude an. Oh Gott, es ist mitten in der Nacht. Und der Hund. Leicht frustriert so. Ich will doch nur schlafen. Naja, aber das könnte ja entweder den einen oder anderen vielleicht sogar gefallen. Ich bin nicht der Meinung, dass wir hier was an der Dings machen müssen. Vielleicht jetzt. So, einmal drehen. Aber ich finde den Artstyle halt irgendwie witzig. Dich. Nein, ich will noch nicht aufwachen. Ich rieche einen neuen Highscore. Na, jetzt aber. Nein. Noch ein bisschen. Das ist wie den Snooze-Button auf seinem Wecker suchen. Jetzt? Ah, nochmal. Nochmal ein paar Minuten, bitte. Oh, ich glaube, jetzt habe ich ihn zu früh gedreht. Wobei, geht eigentlich noch, ne? Hui.
Na, da geht noch. Geht noch was, da geht noch was, da geht noch was. Ja, super erfolgreich gedreht. No, 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 no. Yes, noch geschafft. Oh. Oh. Wett. Das ist der großartigste Schlaf, den der Dude je hatte. Und sein Hund freut sich bestimmt auch. Jetzt muss ich aber was tun. Nein, 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 nein. Ich bin wach geworden. Aber 9.31 Uhr. Ist auf jeden Fall ein schönes Spiel. Aber dass man halt die Kurbel nutzt zum Steuern, es wäre cool gewesen, wenn das irgendwie in der Beschreibung drin gewesen wäre, aber wenn es nur das ist. Aber das ist, wie gesagt, 5 more minutes. Und guck mal, da saßen zum Beispiel 4 Leute dran. Jackson, Dylan, Ty und Taye. Taye? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Na gut, weiter im Programm. Mit dem nächsten Spiel, und zwar B-Fusion. Ich habe das Spiel nicht rausgenommen, weil es irgendwie ein bisschen nach mir klingt. Aber B-Fusion ist radioactive geil. Das ist nicht schlecht. Ist auch wieder ein Knobel-Geschicklichkeitsspiel. Aber macht ordentlich Fehls, finde ich. Ne? Weil wir fusionieren Kerne. Ein Tutorial brauchen wir nicht, wir machen direkt auf normal. Ich will gerade überlegen, wie war das? Ah, das war das Ranziehen. Und jetzt kann ich halt, wie gesagt, diese Moleküle miteinander verschmelzen, um größere zu kriegen. Es müssen natürlich die sein mit der gleichen Zahl. Wobei ich mir auch, glaube ich, da hier noch einen Vierer nehmen kann. Ah. Der Zweier muss weg. Da ist ein Achter. Da ist ein Vierer. Aber eigentlich kann ich mir den Achter auch schnappen, ne? Jetzt habe ich den Vierer wieder. Ein 16er. Ja, den auf jeden Fall. Da oben ist noch ein Zweier. Ach. Ja, und ihr seht, es dürfen natürlich nicht mehr Blöcke als 16 drin sein. Wenn nämlich 16 Blöcke hier drin sind, dann seht ihr gerade, dann wird es hier nämlich ziemlich ungemütlich. Dann steht der Reaktor hier kurz vor der Kernschmelze. Ach, dammit. Ja, so ein 16er nehme ich mir. Fusioniere noch ein paar Vierer. Damit. Oh no, 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 nicht Kernschmelze. Naja. Wie ist das denn dann auf Hard? Auf Hard kommen die Dinger wahrscheinlich einfach nur öfters. Ach du Scheiße.
Also auf easy ist das easy. Boah, wieder daneben. Salamander, grüß dich. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja. Nee. Ich habe keine Achter jetzt gerade auf dem Feld. Ich habe nur Zweier. Ach, come on. Das war aber ein blinder Schuss hier. Das war wieder ein blinder Schuss. Naja, Kernschmelze. Aber das fand ich eigentlich recht cool. Das habe ich auch, glaube ich, auch ein bisschen länger gespielt auf Easy. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. B-Fusion. Ich finde den Namen toll. Aber im Endeffekt ist es das. Nehmt zwei und fusioniere die miteinander. Aber man könnte es auch Biff-Usion nennen. Oder man nennt das Biff-As-Ion. Was auch immer. Es heißt B-Fusion. Aber auf jeden Fall cool. Den hatten wir schon gespielt, die One-Bit, die haben wir innerhalb von einer Stunde abgehakt. Als nächstes hätten wir dann Herbtales. Herbtales ist eigentlich vom Artstyle her ziemlich süß. Ich frage mich nur, ob ich meinen Spielstand wieder benutzen kann. Ne, ich glaube nicht. Oder doch? Gucken wir mal nach. Das ist übrigens mein Sack, da ist mein Dings und das ist mal die Zutatenliste, die ich brauche für Opa, weil Opa braucht seine Medizin. So, und die Dinger muss ich sammeln. Das heißt, ich schnapp mir den langen hier. Ich glaube, dafür muss ich, glaube ich, immer nach unten gehen. Ne, nach oben. Was brauche ich denn noch in der Liste? Die kleine und ein gemusterter. Der gemusterte ist da ganz hinten, aber an den komme ich nicht dran, oder? Ha, doch. Nice. Den kleinen nehme ich mir. Nicht den kleinen. Den anderen kleinen, den hier. Und natürlich muss ich auch Pilze, die ich nicht brauche, muss ich rausschmeißen. Das wäre dann zum Beispiel nicht der, no. Ach, ja, cranken, natürlich. Es muss immer alles über die Dings laufen. Den brauche ich nicht mehr. Yes. Weil von denen brauche ich nicht mehr so viele. Hatte auch schon öfters mal überlegt, mir den Splatter für 2023 zu bestellen, aber der Preis. Denkst du, für Linkshänder wie mir ist das Teil aufgrund der Kurbel geeignet? Ich sag mal so. Ich spiele jetzt zum Beispiel ein Spiel, wo, glaube ich, das nicht so schlimm ist, wenn man Linkshänder ist. Gucken wir nochmal rein in den Beutel. Ich habe drei kleine Pilze. Yes. Ich brauche noch zwei von den langen. Das heißt, ich brauche noch einen langen. Dann gehen wir mal auf die Suche. La 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 la. Da ist einer. Tadam. Jetzt kommen wir nur zurück. Ansonsten richtig cool, cooles Gerät mit einem schönen Konzept und nice kleinen Spielen. Ja, und wir spielen momentan eines der Spiele, die nicht in der Season 1 drin sind. Ich habe ja die Season 1 durchgespielt. Ich krieg keine mehr. Jeden Montag sitze ich jetzt da und sag mir, Playdate, wann leuchtest du wieder? Im Endeffekt muss ich selber auf die Suche gehen. May, do you have all the missing ingredients for my medicine? Oh, du hast es. Vielen Dank, May. Und May sagt nur, ja da. Tag 4. Neuer Tag. Neues Rezept. Go to the next room to save. Das übrigens habe ich bis dato nicht verstanden.
Aber ist egal. Wir gucken in meine. Achso, nee, wir gucken hier mal in eine Liste. Was brauchen wir denn? Wir brauchen einen kleinen Pilz. Oh, ich kann das Ding so offen lassen, ne? Geil. Eine Pusteblume, ein Kackehaufen und dieses Ding nur in anders. Dann gehen wir mal in den nächsten. Da haben wir die Pusteblume. Müsste die Pusteblume sein, ne? Und da haben wir einen kleinen Pilz, aber ich glaube, an den komme ich gar nicht dran, ne? Nee, an den komme ich nicht ran. Schade. Dann den länglichen Pilz. Ja, ich brauche einen länglichen Pilz. Brauche ich auch Gräser? Nein, ich brauche keine Gräser. Wird die Kurbel also in der Regel eher wenig genutzt? Es kommt aufs Spiel an. Es gibt Spiele, da wird die Kurbel benutzt bis zum geht nicht mehr. Kann ich dir nachher mal zeigen, wenn ich dich dann rickrollen darf. Es gibt aber auch Spiele, wie jetzt hier, da ist es einfach nur ein Gimmick. Es hat ja nicht nur die Kurbel, also die Kurbel ist halt das Hauptmerkmal des Playdates. Aber es gibt halt ein Mikrofon, es gibt einen Tilt-Sensor. Es ist also nicht nur das. Rein theoretisch gibt es jetzt sogar schon die Applikation, dass man halt eine Ocarina hier drauf spielen kann. Das ist cool. So, ich brauche immer noch den Kackehaufen, ne? Kackehaufen und noch ein paar andere Sachen. Vielleicht im nächsten Bildschirm. La la la. Nee. Da, 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 da. Ich brauche noch zwei. Was brauche ich denn? Ich brauche den kleinen Pilz noch. Oh, ich brauche doch Gräser. Gut, dass wir hier Gräser haben. Moment, irgendwas stimmt nicht. Ach, der Pilz hier ist zu viel. Nein, ich will den ablegen. Yes. Ich glaube, ich kann den immer nur ablegen, wenn da ein freier Ort ist. Yes. Überall hohe Pilze. Aber kein Haufen, kein Häufchen. Ah, da ist ein kleiner Pilz. Und da ist der Kackehaufen. Glaube, damit habe ich alles, ne? Nochmal checken. Ich habe die Windmühle, ich habe den kleinen. Ne, ich habe ich habe die Windmühle, ich habe den großen Pilz, ich habe den kleinen Pilz, ich habe den Antennenfahnen-Gedöns, ich habe Gräser und ich habe den Kackehaufen. Opa freut sich. Zurück. Da, 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 da. So, aus welchem Videospiel war das? Ich hoffe, ich habe es irgendwie hinbekommen. Ich glaube nämlich nicht. May, hast du alle Zutaten? Außerdem den Kackhaufen? Ja, habe ich. Oh, du hast es. Ich danke dir so sehr, May. Ja, da! Tag 5. Das geht dann immer so weiter. Ist auch ein schönes, beruhigendes Spiel. Habe ich mal einfach mal gezogen, fand ich sweet. Was müsste ich denn jetzt noch sammeln? Also wie gesagt, man muss halt da gucken. Guck mal, hier bräuchte ich zum Beispiel jetzt nochmal die Gräser. Aber ich denke, wir gucken uns ganz schnell noch ein paar andere Spiele an. Zum Beispiel Airball. Airball, war das Airball, was ich nicht verstanden habe? Ja, gucken wir einfach mal. So, komm mit. Ah nee, das habe ich verstanden. Das fand ich sogar richtig cool. Und zwar die Drehanimation von dem Ding. Hier brauche ich mal die Kurbel ein bisschen öfters. Aber auch hier, ich könnte mir gut vorstellen, dass man, wobei könnte man ja mal gucken in den Einstellungen. Ne, ich kann nur den Highscore resetten. Aber könnte ich das als Linkshänder auch spielen? Oh ja, man muss aber ein bisschen umdenken. Es würde aber gehen.
Ne, ich halte jetzt halt nur das Blade diagonal und gucke auf den Bildschirm. Ich will jetzt gerade aber auch nicht vom Bildschirm weggucken, weil ich glaube, das riecht nach einem Highscore. Wobei 27 ist der Highscore, glaube ich, gewesen. Oh Gott. Wer sich unsicher ist mit dem Playdate und gerne die Spiele auch mal ausprobieren möchte, die ich hier spiele, es gibt den Playdate Simulator. Damit kann man diese ganzen PDX-ZIP-Dateien in diesen Emulator reinpacken und mit einem Xbox 360-Controller mal ausprobieren. Blah, 20! Ne, aber jetzt gucke ich mal echt, ob man. Weil dann müsste ich ja das Ding einmal drehen. Es geht, aber es ist halt dann spiegelverkehrt, ne? Beefy macht's easy mit links. Ja. Highscores sind 27. Die muss ich jetzt erstmal hinkriegen. Aber es ist halt so, wenn ihr das euch vorstellt, dann ist das jetzt einfach auf den Kopf gestellt. Wobei, habe ich nicht sogar eine Blende, wo ich das Ding sogar auf den Kopf stelle? Ich guck mal kurz nach. Hochkant, Hochkant. Nee, habe ich noch nicht mal. Damn! Na egal, müsst ihr es jetzt so gucken. Ich verdecke auch leider mit meinen Daumen den halben Bildschirm. Aber ja, es geht mit rechts, es geht mit links. Also man muss jetzt, es ist halt nur kurbeln. Ich glaube, kurbeln mit einer, mit der rechten Hand sehe ich jetzt nicht das Problem. Aber es ist ein guter Hinweis. Panik! Vielleicht guckt er zu. Die Kurbel vielleicht auf die andere Seite. Wenn Panik nochmal ein Playdate rausbringen würde. Und sie würden die Kurbel auf die andere Seite packen. Einfach für Linkshänder. Ich glaube, ich würde mir das Ding für Linkshänder sogar noch holen. Einfach weil Bock. Na gut, aber das war Airball. Irgendein Spiel habe ich auch nicht verstanden, aber naja, gucken wir einfach mal. Das war Pac-Man. Und dann wären wir sogar schon fast durch. Krass. Habe ich danach echt keine Spiele mehr? Bin ich heute schon so schnell durch gewesen mit dem Spiel? Ja. Krass. Ja gut, dann letztes Spiel. Wobei, wir machen nachher noch ein bisschen was. Aber Taban Tapa fand ich halt auch sehr kreativ und eigentlich ein super Spiel. Und ist natürlich von den gleichen Machern wie Pizza Snake. Aber die Musik ist schon toll. Ne? Und Bier, eine Kerze, ich sehe eine Maus, Käse, toll. Naja, get ready. Im Endeffekt zapfe ich Bier. Und schmeißt es dann. Um die Bediensteten natürlich zu erfreuen. Hui, tung. Und danach natürlich selber einzuheben. Zapfes. So ein Oktoberfestspiel können wir einfach sagen, ne? Und du kriegst ein Bier. Und du kriegst ein Bier. Und ich krieg ein Bier. Nur ich darf kein Bier. Aber du kriegst ein Bier. Und du kriegst ein Bier. Und du mit der Maske, du kriegst auch ein Bier. Und du dahinter kriegst auch ein Bier. Und du kriegst ein Bier. Wahrscheinlich ist das gar kein Bier, sondern einfach nur Malzbier. Na gut, dafür hat man jetzt leider hier keine Soundeffekte, aber ich glaube, es gibt Schlimmeres. Hui. Schön den Frosch weggesemmelt vom Tresen. Na, schmeiß das Bier. Und natürlich wollen die Bediensteten eventuell noch ein Bier haben, also packen sie die Krüge wieder zurück. Und wenn man die dann nicht kriegt, dann wird man traurig. Oh nein.
Ah, du willst noch ein Bier? Kein Problem, hier. Oh, kommen direkt zwei Krüge zurück. War da aber einer Durst. Hui. Schupp. Was ist da noch einer, der ein Bier möchte? Ach, dammit. Hätte ich aber auch nicht mehr bekommen. Oh nein, die Biere kommen ja gleichzeitig. Ach. Oh Mann. Aber hier benutze ich die Kurbel auch eher so hoch, runter, hoch, runter. Wenn nichts wird, 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 genau. Ich hab den da oben schon im Blick, aber hier, frisch. Oh, der hat direkt zurückgeworfen. Sau! Naja, gebe ich mal meinen Namen ein. Daran muss man sich vielleicht auch gewöhnen, dieses Playdate-Eingabesystem auf der anderen Seite. Ist es nicht schlecht. So, Highscore. Enter your name. Initial. Ja, komm, wir machen noch eine Runde. Du kriegst ein kaltes, blondes oder schwarzes, blondes oder kaltes, schwarzes. Du kriegst was kaltes, schwarzes. Deine Kurbelkraft hätte ich gebrauchen können. Hm? Nani? Was dem Playdate leider fehlt, ist irgendwie Multiplayer-mäßig was. Wobei, es gibt die ersten Spiele auf itch.io, die so Pokémon-like sind. Aber muss ich leider zugeben, für 10 Euro ist es mir noch zu teuer. Aber ich hätte Bock darauf, es auf jeden Fall mal auszuprobieren, um euch das auch irgendwann mal zu zeigen. Aber ich glaube, wenn es dann soweit ist, dass wir wirklich anfangen mit richtigen Vollpreistiteln, in Anführungszeichen, dann spielen wir auf jeden Fall auch einen Abend lang Bloom. Aber das hier ist, wie gesagt, auch kostenlos. Und ich finde, für ein kostenloses Spiel, Hut ab. Sau geil. Die Animation von den Typen, selbst wenn man verliert, ist so köstlich. Kam gerade auf die Idee, Karottenkuchen zu backen. Ersten Schritte 400 Gramm Karotten fein reiben. Ach, oh je. Das Playdate hätte dir dabei aber auch nicht geholfen. Aber so ein Cooking Mama Simulator, das wäre auch noch nice. Oh, da kommen jetzt die Krüge wieder zurück. Mein Gott, warum sauft ihr so viel? Hier, nimm noch eins. Zack, weg. Mampf, Mampf. Na eher, sauf, sauf. Thank you.
Tam tam. Tam tam. Tam tam. Tam tam. Tam tam. Oh je, too much for the playdate. Oh, ich kann von unten direkt wieder nach oben gehen. Ach, das hätte mir vorhin sehr gut geholfen. Damn it. Egal, du kriegst Bier und du kriegst Bier. Ich nehme auch noch eins. Mmm, Bier. Ist bestimmt eh nur Malzbier. Oder verdammt dunkles Alt. Ach, ich hab da oben das Ding leider übersehen. Dammit. Nochmal. Mein Gott, haben die einen Durst. Was? Wo? Wie? Was? Ich hab nicht aufgepasst. No! Oh. Oh, 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 super Barkeeper Beefy. Erstmal hier die Meute versorgen. Die Musik ist super. Mein Gott, wie viel trinken die denn? Erstmal hier unten wieder versorgen. Und ich finde die Zeichnung so gut, ey. So gut. Star Trek, grüß dich. Herzlich willkommen zur großen Malzbierparade. Beefy schenkt aus und gibt sich richtig viel Mühe, den Halskopf zu knacken. Und der beste Barkeeper zu werden. Es gibt Malzbier. Bestimmt alkoholfrei. Es kommt aus dem Fass, es muss alkoholfrei sein. Eigentlich nicht, aber... Mein Gott. Schade. Ein Leben habe ich noch. Mein Gott. Der Frosch ist aber auch ein Säufer, ne?
Oh. Schade. Wollte leider nicht so sein. Ist nicht schlimm. Ich trage wieder meine Initialen ein und stelle gerade fest, dass mein Highscore nicht gespeichert wird. Warum? Also da, ich gucke nachher mal nach, ob es da ein Update gibt. Aber trotzdem, cooles Spiel. Cooles Spiel. Also wie gesagt, habe ich mir jetzt echt aufgehoben als kleines Highlight. Und wie gesagt, die Spiele gibt es halt in der Season 1. Dann gibt es dann halt jeden Montag zwei Spiele, wo wir eigentlich, wenn wir ein Jahr rum haben, uns echt mal diese 24 Spiele mal angucken und mal ranken, wie gut die eigentlich sind. Ne, hier zum Beispiel Zipper bei Ben & Fuddy. Da gibt es noch einige andere Spiele von namhaften Entwicklern. Sogar von Panic selbst. Ne, von Panic selbst kam dann zum Beispiel hier 360. Und ich glaube, dass Whitewater Wipeout war auch, glaube ich, von Panic. Na gut, ein Spiel noch aus dem Bereich. Ich habe mal geguckt bei itch.io. Your Boss is Calling. Das haben wir nämlich letztes Mal schon gespielt. Und das war auch ein kleines Highlight. Außerdem mag ich den Ladebildschirm. Naja, erstmal Käffchen trinken. Und ich habe irgendwie jetzt die zwei Stunden auch kaum was getrunken. Ja. Der Ladebildschirm lädt noch. Oh, da passiert was auf meinem Bildschirm. Ich habe den Klatscher komplett vergessen. Alright. Da ist der Maus. Yay. Komm her, du. Ich habe geklickt. Ah. Kennt ihr das? So im Homeoffice? Und dann gucken. Was? Wie? Ich habe geklickt. Whatever. Weiter schlafen. Is that a problem? Klick, 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 klick. Good job. Please read my text. Wow. Okay, bye. Ja, und jetzt werden natürlich die Icons immer kleiner. Nein, 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 nein. Ich schaff das, ich schaff das. Ja. Oh Gott. Psycholic, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Schlaf gut. Hab ein schönes Wochenende. I think I broke a death. Ups, lol. Oh no. Okay, das schaffe ich glaube ich nicht mehr. Nein, 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 nein. You fell asleep on the job. You managed to work 5 hours before getting fired. When you complete the full job, you get a parrot friend. Yay! Da der parrot friend nicht sichtbar ist, ich habe es nicht geschafft. 13 Uhr per schlafe ich immer ein. Naja, aber das war auch ein schönes Spiel. Your Boss is Calling. Und es gibt, glaube ich, noch ein Spiel, was so ähnlich aufgebaut ist. Das will ich euch eigentlich auch nochmal zeigen, nochmal zur Erinnerung holen. So gucken, was war da nochmal. Hier haben wir auch gespielt. Dragon Hunt Adventures von Tenbo aus Deutschland. Grüße. Ich verlange noch einen feuchten Händedruck. Aber einen ganz festen. Vielleicht kriegen wir es ja irgendwann mal hin. Achso, stimmt. Ich wollte ja den Salamander noch playrollen.
Wobei ich muss andersrum kurbeln. Wobei 15 Sekunden darf ich. Gab es bisher noch nie Ärger. Geht auch rückwärts. Also ich glaube, da ist es wirklich pupsig, ob man rechts oder linkshänder ist. Skurril ist es trotzdem. Nein, aber ich wollte euch eigentlich was anderes zeigen. Es gab doch diesen Paper Shredder. Da ist es. Super Corporated Tax Evader. Dann bitte auch Lauch. Okay, wir machen auch einmal Lauch. Einmal Lauchboy. Kannst natürlich auch rückwärts, ne? Und jetzt noch mal vorwärts? Ja, ich glaube, das dürfen wir. Also man sieht leider beim Playdate, irgendwo hier unten sieht man leichte Macken, weil ich leider die Kurbel mit Kraft gegen das Gehäuse drücke. Und ich weiß nicht, kann man das sehen? Ne, man sieht's nicht, ne? Ah, Gott sei Dank. Noch nicht mal, wenn ich's gegen das Licht halte. Ja, hier Playdate, fast neu. Kostenpunkt 500 Euro. Nein, ist wie gesagt. Das sind so kleine Spielereien, die gab es am Anfang, die waren witzig. Leider von dem Hersteller, der das gemacht hat, oder von dem Entwickler, der das gemacht hat, gibt es noch nichts Neues. Ich würde so gerne wieder ein bisschen Blödsinn machen. Na, aber das waren die ersten Spiele, die wir hatten, ne? Yacht, das war quasi Kniffel. Und da habe ich sogar Geld ausgegeben. You cannot go back. Komm, wir spielen Cannot You Go Back. Können wir beim nächsten Mal. Super Taxi Vader können wir auch noch spielen. Das Problem ist nur, ich glaube, ich kann das Playdate, glaube ich, nicht rotieren. Oder vielleicht doch? Gucken wir mal. Ha! Ich bin perfekt vorbereitet. Nur dieses Auto-Rotate schalte ich mal ab. Landscape, Pod. So. You Cannot Go Back ist ein Rätselspiel. Na, wenn man weiß, worauf man achten muss, ist das Spiel total easy. Aber so für Community-Daddeln jetzt mit euch zusammen ist das bestimmt ziemlich geil. Also, let's go. Gehen wir einfach mal durch die Mitte. So, wir sehen, unter uns ist was soll das sein? So ein Stab. Wir gehen natürlich nicht in die Mitte, weil da ist wahrscheinlich was Unglückliches. Wir gehen nach oben. Quiet Voice. Remember Rivet. Rivet und die Pommesgabel. Eine Bombe. Einfach da lang gehen. 34. Vorgehen, da haben wir jetzt Schwarz, Weiß und Grau. Gott, ich kann mir die Kacke doch jetzt alles nicht merken. Und, oh Gott, Kettensägen. Ich muss wieder aufpassen. Als ob ich das nicht alleine hinkriegen würde. Frechheit. So, und jetzt Mitte. Schwarz, weiß, grau. Die Mitte. Ball, gleicher Abdruck. Und eine Etage runter. Und jetzt wird natürlich die Mucke auch ein bisschen schneller, ne? Ich gehe wieder nach oben. Die Pommesgabel, um weiterzukommen. Genau, die anderen wären nämlich nichts gewesen. Passwort. 34. Da haben wir jetzt ein N mit viel zu langen Dingsi. Gucken wir mal, gehen wir in die Mitte. A Quiet Voice. Remember Rivet.
Rivet. Rivet. Oben. Oh Mist, ich habe nicht drauf geachtet. Das ging, glaube ich, mit Schwarz los. Okay, unten. Oben. Mitte. Und das ist jetzt frei auswählbar. Gehen wir in die Mitte. Und nach unten. Seitlich. Dann nach oben. Rivet. Ich habe auf die Farben nicht geachtet. Schwarz war am Anfang auf jeden Fall. Oben? Rivet. Vierunddreißig. Naja, und so stirbt man halt. Aber da dem Entwickler habe ich was gespendet. Ich finde das Spiel mega gut. Und ich weiß, dass ich es auch ein paar Mal schon durchgespielt habe. Ein N mit langgezogenem Strich. Schwarz, grau und weiß. Man muss immer die Umgebung achten. Das ist total. Schwerter. A good fairer. Feel lucky. Okay. Feel so lucky. Fünf. Gott sei Dank war es richtig. Eine Bombe. Geoid. Okay. Scheibenkleister. Ich glaube, es ging mit Grau los. Unten. Und weiter abwärts. Die Musik ist so gut. So, 14 bis 19 sind ja 5, 6 und dann brauchen wir eine 7. 32. Ich mag Farben nicht. Keine Ahnung. Ich habe nicht drauf geachtet. Grau. Ah, ich nehme die Mitte. Mist. War wahrscheinlich oben richtig. Ah, Mann. Ich gebe aber keine Garantie. Ja gut, aber das war, wie gesagt, ich bin gerade überlegen, ich muss da drauf gehen. Ja, das war, wie gesagt, You Cannot Go Back.
bisher der beste Itch.io-Titel für mich. Der macht, wie gesagt, immer noch Riesenfels. Und ihr seht, selbst wenn man das mal ein paar Wochen lang nicht gespielt hat, man schafft es dann nicht mehr durchzuspielen, weil man dann gewisse Sachen nicht mehr beachtet, wie diese Kackfarben. Naja, Super Corporate Tax Evader haben wir auch schon lange nicht mehr gespielt. Komm, das ist unser letztes Spiel des heutigen Tags. Einfach mal, um es nochmal Salamander zu zeigen, was man so alles so als so mit der Kurbel machen kann. Na gut. Na, kommt er rein? No. What's that? I'm catching some Z's. Alright. Let's get this over with. I've just taken a dog into a car. Care, need that my attention, okay? Right, let me show you our books from last year. Ups. Seriously? Yeah. All right, I'll help you clean up. Is this the toilet? Knock, knock. Wait, don't go in. The... Hey. Nothing suspicious going on here. Nope. Ha, funny guy. Yeah. Cauliflower drink today. I'm gonna check the kitchen quickly. What's that? Das ist nicht die Küche, ja? I'm doing important work. And the kitchen is next door. If you say so. Oh, Signalwort, fishy. Did the passing back of coyotes really storm the office a couple months ago? Oh, yes. This was an incident. Perfect damage. Mm-hmm. Nothing much. Darf ich weiter schreddern? Alrighty then. Hm? Who's that looking? In from the window. I don't see anyone. I tricked you! What are you doing in there? I'm catching some Z's. Darf ich weitermachen? Ah, very good. Very well. Nein, er hat mich erwischt! Aber ich konnte 32 Dokumente schreddern. Die kriegt er auch nie wieder. Ja, aber trotzdem nochmal schön zu sehen, dass das Ding auch läuft. Ja, im Moment, hat das Ding einen Dark-Modus? Male, Female. Die sind aber neu dazugekommen. Ah, ich kann mit A- und B-Button arbeiten. Oh, das ist ein super Quality-Feature. Machen wir mal hier mit. Aber heißt das dann... Ah, cool. Aber... Moment. Das sind die gleichen Arme. Oder? Das sind die gleichen Arme. Ugh. Ugh.
schreddern wir ein paar. Nee, gut, aber man sieht keinen Unterschied, ne? Wobei man muss vielleicht einfach dann das Spiel auch neu starten. Naja, aber wie gesagt, Super Corporate Taxi wäre das. Wie gesagt, alle Spiele, die ich euch heute gezeigt habe, könnt ihr alle mit dem Playdate Simulator, heißt der, glaube ich, den ihr euch mit einer Anmeldung auf play.date euch runterladen könnt, könnt ihr die ausprobieren. Einfach auf itch.io die kostenlosen Spiele runterladen, in den Simulator per Drag and Drop reinschmeißen. Und schon könnt ihr das Spiel spielen mit Tastatur, mit Maus oder mit einem Xbox 360 Controller, Xbox One, PS4, alles, was einfach anzuschließen ist an den Rechner. Das heißt, ihr braucht für die Spiele, die ich euch hier gezeigt habe, nicht unbedingt ein Playdate. Und das ist, glaube ich, die Message, die ich euch auf jeden Fall geben wollte. Aber wie gesagt, wir haben schon so viele Spiele gespielt. Das einzige Rennspiel auf dem Playdate. Und das ist so vorhersehbar. Aber auch tolle Spiele, ne? Das französische Horn zum Beispiel. Boah, das kennt Salamander auch noch nicht. Wobei, das muss ich in der Aufnahme leider rausmuten, das. Vielleicht ersetzen durch ein. Naja. Ich mach mal das Horn größer. Viele Leute hassen's. Wobei, nee, ich mach das Horn so normal groß. So. So. Ich glaube, das reicht. Also wie gesagt, das war nochmal ein kleiner Rückblick an Spielen, die wir ja schon gemacht haben, die auch im Endeffekt großartig sind. Ich muss jetzt gerade echt mal gucken, mein Mikrofon rutscht die ganze Zeit raus. So, vom Ohr. So, aber wie gesagt, französisches Horn, Sudoku konnte ich euch noch nicht zeigen, weil irgendwie das Update hat nichts gebracht. Es ist immer noch schwerfällig. Das kann ich euch einfach nicht zeigen. Es gibt sogar Wordle dafür. Aber wie gesagt, das war's für den heutigen Abend mit Beefy's Playdate, mit Playdate, Beefy. Großartiges Ding. Wir haben schon so viele Spiele gespielt, dass ich schon mir echt denke, verdammt. Und das Schöne ist, ich habe noch Platz auf dem Gerät. Das ist unfassbar. Die Spiele sind halt nicht groß. Und trotzdem habe ich noch, lass mal kurz gucken, Spiele. Da berechnet er mir die wahrscheinlich jetzt noch mal alle. Ich habe noch 2 GB Platz. Das Playdate müsste, glaube ich, irgendwas mit 4 GB 4 oder waren es 6 GB? Ne, es müssten 4 gewesen. Das Mikrofon nervt mich gerade ein bisschen sehr. Wahrscheinlich, weil es einfach gerade zu kalt ist oder so. Jetzt müsste es besser sein. Kurzes Zwischenergebnis: Der Kuchen geht auf. Die Arbeit hat sich gelohnt. Ja, nice. Gibt's also morgen bei Eier Karottenkuchen. Cool. Bei uns gibt es morgen irgendwas mit Rosenkohl. Mal gucken, was das wird. Bin ich sehr gespannt drauf, ob ich da auch mitwirken darf. Aber man muss morgen auch noch aufnehmen. Nee, aber wie gesagt, mit der Sensation, dass ich halt noch 2 GB Platz auf dem Playdate habe und es, wie gesagt, auch noch kostenpflichtige Spiele gibt, die ich euch definitiv auch noch zeigen möchte. Aber ich mir auch am Überlegen bin, ob ich das nötige Kleingeld wirklich dafür ausgeben möchte. Weil ich beiß mir so in den Hintern. Es gab mal einen Sale. Ein Bundle. Es wurde mal gebundelt, irgendwie 26 Euro für Spiele für 42 Euro. Da waren Spiele dabei, die mich auch ein bisschen interessiert hätten. Ich habe aber das Bundle verpennt. Ist sehr traurig. Vielleicht machen die es nochmal. Itch.io. Wäre mal cool. Mal wieder ein bisschen bundeln, ein bisschen. Gerade für die Generation, die das Bundle verpasst haben, weil sie jetzt auch erst ihr Playdate haben. Wäre doch mal mega. Ja, wie gesagt, ich habe zu danken, dass ihr euch das mit mir. Dass ihr darauf Bock habt.
weil ich sonst hätte ich wahrscheinlich nach dem ersten Teil aufgehört. Und wie gesagt, es ist ein geiles Teil, um es nochmal groß zu machen. Es ist ein geiles Teil. Klar, der Preis ist schon ein bisschen happig, weil ich glaube, für den Preis kriegt man auch schon andere Sachen. Wobei, für den Preis kriegt man keinen PS5 Pro mit Sticks abmontierbaren Controller. Aber ein Playdate. Das muss man sich vor Augen halten. Wobei, ich habe die Preise auch nicht mal vor Augen. Ich weiß nur, wenn man sich ein Playdate holt, kriegt man den hier für einen rabattierten Preis. Das ist nämlich der Club, der so extrem magnetisch ist. Habe ich hier irgendwas aus Metall rumliegen? Gerade, um zu beweisen, wie stark der ist? Nee, gerade nicht. Mist. Sonst habe ich hier immer irgendwie Metall liegen, irgendwelche Nägel oder so, aber heute mal ausnahmsweise nicht. Das Ding hat so einen starken Magneten hinten dran, dass ich es an unseren Türrahmen montieren kann. Und die Türrahmen sind aus Metall lackiert. Eigentlich nicht magnetisch. Pups, dran, läuft. Hammer. Aber ich bin gerade überlegen, wie teuer war das Playdate? Waren das irgendwie $199? Wobei momentan der Dollarkurs eh für ein Popo ist. Also gerade sich irgendwas aus Amerika zu importieren, ist eigentlich doof. Außer man will es unbedingt haben. So wie ich mit meinen Analog-Pocket-Adaptern. Wobei, wollte ich haben. Erst recht mit dem Hintergedanken, dass ich die eventuell mit dem Cartridge-Reader eventuell auslesen könnte. Man weiß ja nie, ob man irgendwann mal an so Atari-Lynx-Spiele drankommt. Wobei, der Martin hat halt Neo Geo Pocket-Spiele und ich denke, er würde sich freuen, wenn es jemand gibt, der die Dinger auch auslesen kann. Na gut, Pre-Order. Gucken wir einfach mal direkt auf die Seite. Ja, es sind doch $199, wenn man das Playdate holt mit diesem Ding hier. Und wie gesagt, für mich hat es sich jetzt schon gelohnt. Ne, alleine kostet das Ding €179, aber wie gesagt, schon aufgrund des Displays würde ich knallhart sagen, holt euch das Playdate, das Kabel, auch quasi in Gelb, liegt dabei. Aber holt es mit dem hier. Als ich angestellt habe, gab es die noch separat. Ich habe $208 bezahlt. Also 9 € mehr. Und wie gesagt, ich glaube, habe ich Zoll bezahlt? Ja, ich glaube, ich habe Zoll bezahlt. Aber das ging eigentlich auch noch. Aber wie gesagt, sonst habe ich hier immer Metall liegen. Ja, ist wirklich so. Ich hatte heute Vormittag hatte ich hier noch Nägel liegen. Die liegen jetzt leider hier oben auf dem Schrank. Komme ich nie mehr dran. Aber das Ding ist halt echt krass metallisch. Ich gucke jetzt echt mal nach, ob ich hier irgendwie noch was aus Metall hier habe. Oder irgendwas, was Metall hat. Wobei. Ich habe hier noch so ein Dingsi. Okay, so stark ist er dann doch wieder nicht. Aber da ist ein bisschen Power dran. Das ist nicht schlecht. Deswegen, das Playdate irgendwie auf dem 3DS legen oder auf einer Switch oder auf einer Tastatur. Ja, wobei Tastaturen können das vielleicht ab. Aber ist vielleicht nicht unbedingt gut. Also jetzt hier gerade auf dem Capture 3DS das Ding draufzulegen, ist vielleicht nicht unbedingt gut, weil man weiß nie, was Magnetismus mit elektrischen Geräten macht. Shipping kommt noch drauf. Ja, gut, okay, Shipping kommt noch oben drauf. Bei Analog haben mich die Adapter jetzt, glaube ich, in Shipping €60 gekostet, wo ich gedacht habe, wie verschifft ihr denn die Dinger? Ey, die Pakete müssen aus purem Gold sein. Sonst kann ich es mir nicht erklären. Aber wie gesagt, Playdate habe ich 2020 bestellt oder 2019. Ich wollte das Ding haben. Und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt hatte man die Auswahl. Playdate, Analog Pocket und das Steam Deck. Und ich habe mir knallhart gesagt, ich entscheide mich von den drei Sachen für zwei. Ich habe mich für das Analog Pocket entschieden, weil ich Bock drauf hatte, nachdem ich auch das Super NT hier hatte und sowas von begeistert war. Also sowas von begeistert habe ich nur gesagt, so, wenn die einen Gameboy rausbringen mit FPGA und einer Dockingstation, bin ich dabei. Das Ding ist mega geil. Gameboy, habt ihr ja die Videos gesehen, F-Zero, mega geil. Also das Ding haut mich auch immer noch aus den Hocken. Und jetzt ist ja der zweite Core freigeschaltet. Jetzt kann man ja eigene Cores benutzen, um dann seine ROMs abzuspielen für Super Nintendo, NES. Ich glaube, Neo Geo Pocket war, glaube ich, auch dabei oder soll dazu kommen. Und auch noch einige Arcade-Spiele wie Dig Dug, Donkey Kong, Space Invaders. Das Ding ist jetzt wirklich so,
Ja, nur irgendwie, die Cores sind nicht so toll. Irgendwie. Oder es liegt an meinen ROMs. Ne, wer Adventure of Bayou Billy hat ja eh einen Zapper-Support, aber irgendwie sieht das Startmenü komisch aus. Die Super Nintendo-Spiele haben unten so einen blöden roten Balken, der gefällt mir nicht so, wobei halt mit diesem Core. Und bei DuckTales kann ich den Pogo-Sprung nicht machen mit dem NES-Modul. Das Gameboy-ROM, das funktioniert. Da funktioniert der Pogo-Sprung. Aber DuckTales ohne Pogo? Unplayable. Na gut, aber wie gesagt, das war Beefys Playdate, die 10. Ausgabe mit sehr vielen Portierungen, weil ich gedacht habe, das passt eigentlich wie Faust aufs Auge und man möchte es ja natürlich auch gerne präsentieren. Und wie gesagt, alle Spiele, die ihr gesehen habt hier, könnt ihr auch ohne Probleme mit dem Playdate-Simulator spielen. Einfach Drag and Drop die ZIP-Dateien, ich meine, es sind ZIP-Dateien, ZIP-Dateien reinziehen und dann drauf losspielen. Es ist wirklich ein geiles Gerät. Es ist ein geiles Gerät und der Simulator macht auch richtig Spaß. Und ich glaube sogar, man kann sogar selbst entwickeln dafür. Die SDK, war das SDK? Von dem Playdate und dieser Baukasten Pulp, die sind eigentlich auch richtig cool gemacht. Haben wir auch schon einige Sachen gesehen mit dieser Engine, sage ich einfach mal. Na gut, ich würde euch jetzt einfach mal weiterleiten an den nächsten Streamer. Ich wünsche euch, wie gesagt, noch einen wunderschönen Freitagabend, ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns dann quasi, ja, im nächsten Video, was dann Sonntag sein wird, oder im nächsten Livestream, wie zum Beispiel kommenden Donnerstag mit Panzerpaladin. Wobei, mal gucken, wie viel wir von Panzerpaladin noch übrig haben. Wir sind gestern ziemlich weit gekommen. Na gut, gucken wir einfach mal, wen wir. Oh, ich habe die Playdate-Seite noch offen. Wollen wir ja nicht. Wen können wir denn raiden? Wer ist denn gerade online? Wir hätten zur Auswahl. Ah, Mann, Amy Nuke, ey, dass du Project Zero spielst, das finde ich echt schade. Ich will das Spiel auch noch spielen. Deswegen guck euch nicht zu, weil ich euch nicht mehr mag. Ich gucke euch nicht zu, weil das ein Spiel ist, was ich auch noch gerne live streamen möchte. Deswegen möchte ich es mir nicht versauen. Deswegen, ich denke, wir schalten zum Bersi. Ich sehe es gerade. Ich seh den Text. Ich finde es schon geil. Er macht ja gerade seinen Schocktober und er spielt gerade Eternal Darkness. Habe ich auch noch hier. Da sage ich nur T-Eruption of Crowd. Ich leite euch einfach mal zum Bersi. Ich wünsche euch dann bei ihm viel Spaß bei ihm. Ihr seid ja auch gut aufgehoben. Retro-Spaß mit Eternal Darkness und dem Schocktober Part 21. Wow. Hammer. In dem Sinne, haut rein. Ciao.